bin der Bernd Gschweidl, bin 17 Jahre alt und komme von der Akademie St. Pölten. Ich bin Mitrovic Radovan, bin 21 Jahre alt. Ich bin mit 15 nach Holland gegangen, dort 3 Jahre bei Heerenveen gespielt, danach 2 Jahre bei Utrecht und jetzt bin ich hier. Also ich bin der Dominik Baumgartner, bin 16 Jahre alt. In der vorigen Saison habe ich in der Akademie St. Pölten gespielt. Ich bin der Manuel Gerner, bin 19 Jahre alt und bin in Braunau am Inn geboren. Mein Name ist Bogen Andreas, ich komme aus Niederösterreich in Krems und mein letzter Verein war die Akademie Red Bull Salzburg. Ich bin Jobadi Thomas, 21 Jahre alt, bin Profifußballer seit 2 Jahren. Ja, letzter Verein Karpfenberg SV. Mein Name ist Stefan Mitmasser, ich wohne in Bersenberg an der Donau, bin 18 Jahre alt und komme aus der Akademie St. Pölten. Ich bin der Manuel Hartl, bin 27 Jahre alt, komme aus Linz. Ich bin Steinbock. Ja. Ich bin der Markus Lackner, bin 22 Jahre und habe letztes Jahr bei der Admira gespielt. Ja, mein Name ist Nico Antonic, ich komme aus Oberösterreich, aus Steyr und letztes Jahr habe ich beim SV Kapfenberg gespielt. Ich bin der Jürgen Liebhardt und bin 18 Jahre alt und komme von den Amateuren. In meiner Freizeit, ich habe einen Hund und ja, meine Freizeit bringe ich mit ihr. So mit Freunden treffen, See gehen. Viel mit meiner Freundin, mit unserem gemeinsamen Hund und mit Freunden Volleyball spielen, Tennis. In meiner Freizeit treffe ich mich gern mit meinen Freunden und verbringe, wenn möglich, Zeit mit der Familie. Ja, ich mache viel mit meiner Familie und ja, schwimmen, Volleyball, ja. Treffe mich mit Freunden, ruhige Abende genießen mit der Freundin. Also auch in der Freizeit beschäftige ich mich meistens mit Fußball und gehe zu Hause trainieren und sonst bin ich bei Freunden. Ich bin viel mit meinem Hund unterwegs. Sprich Radfahren, ein bisschen schwimmen und sonst alle sportlichen Aktivitäten, die so nebenbei ein wenig gängen. Viel Sport, bin ein riesen Basketball-Fan, spiele extrem gern Basketball und sonst ja mit Freunden was verschieden. In der Freizeit ja, mache ich viel mit meinem Hund, mit dem Affair und treffe mich mit Freunden, spiele Tennis, Volleyball und Golf und manchmal gehe ich fischen. Fußball ist für mich ein Lebenssinn. Das Schönste auf der Welt. Eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Ja, eines der wichtigsten Dinge überhaupt in meinem Leben. Mein Leben. Der geilste Sport der Welt. Ein schöner Sport, der zu meinem Beruf geworden ist und sehr emotional und aufregend. Fußball ist eins von den wichtigsten Sachen in meinem Leben. Jeden Tag aufs Neue geil. Mein persönliches Ziel ist, dass ich wieder die 10-Tore-Marke knack, die ich voriges Jahr geschafft habe. Und mit der Mannschaft natürlich will ich im vorderen Drittel eigentlich mitspielen. Ich will einen modernen Fußball spielen, was wir, glaube ich, mit dem Trainer auch vorhaben. Und dann schauen wir, wie weit es aufgeht. Mein Hauptziel ist, dass ich mich sportlich weiterentwickle und Einsätze bei der ersten Mannschaft sammle. Mal Anschluss finden an die Profimannschaft und unten bei den Amateuren wieder gute Leistung. Ja, also Stammspieler will ich werden, dabei Horn und eine gute Saison spielen. Und, ja. Wichtig zu sein für Horn und ob das jetzt mit Toren oder Assist ist, das ist noch die Frage. Mit der Mannschaft in der oberen Tabellhälfte mitspielen können und so persönlich, dass ich mich weiterentwickle. Und ja. Ich möchte hier in Horn in der 2. Bundesliga Fuß fassen und Stammspieler beim SV Horn werden.
ja, dass wir mit der Mannschaft halt obere Tabellenhälfte mitmischen. Und für mich, halt, dass ich mich persönlich weiterentwickeln und fußballerisch auch. Einmal Stammspieler zu werden bei Horn und sportlich das Bestmöglichste herauszuholen. Ich denke, das vordere Drittel ist realistisch.